Im Herbst 2020 wird der neue Flughafen BER öffnen. Viele Fluggäste werden dabei Taxis benutzen, aber es gibt da ein Problem. Und zwar, Berliner Taxis dürfen zwar zum BER fahren, sie dürfen dort aber keine Fahrgäste aufnehmen. Das produziert Leerfahrten und die sind zum Nachteil der Taxifahrer, die sind aber auch zum Nachteil der Umwelt und des Verkehrs. Deswegen setzen wir uns für eine Lösung ein, gemeinsam mit dem Senat und dem Landkreis Dahme-Spreewald einen Kompromiss zu finden zwischen den Berliner Taxifahrern und den Taxifahrern aus Dahme-Spreewald. Wir brauchen einen einheitlichen Flughafentarif und wir brauchen Laderechte für Berliner und Taxifahrer aus Dahme-Spreewald, damit es am Ende eine vernünftige Lösung im Sinne des Klimas, des Verkehrs und der Fahrgäste geben wird.